Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Alone in the Dark. So. Okay. Nicht ganz das, was ich wollte, aber gut. So. Vielleicht kann ich all den Schrott mit dem Kran aus dem Weg räumen. Ja. Vielleicht. Das Problem wird dann sein, wenn wir den Schrott weggepackt haben. So, kurz umschauen. Ja. Okay, man kann nichts ändern. Hier drin. Aber sonst... Okay. Rein da. Hier den Schlüssel. Schauermann. Der Schlüssel des Schauermanns? Was auch immer das bedeutet. So, von hier aufmachen. Gut. Wir müssen hier rüber gehen. Nee, warte. Gut, dann müssen wir halt hier rüber gehen. Gut. Rein da. Dann wird der Kran benutzt. Erledigt. Ja. War das schon alles? Huh. Okay. Ich wusste es. Ja, komm schon. Ja, danke. Ja. War gerade eingekesselt. Okay. Den Schlüssel haben wir. Hä? Thank you.
So. Oh. So. Das haben wir gerade gekillt. Keine Ahnung, wo es gespeichert wurde. Aber wir werden alle töten. Ja. Gibt es hier nicht irgendwo? So. Dachte ich hier. So. Verdammt, da drüben war einer. Ein Molotow-Cocktail. Aber gut. Wir haben alle besiegt. Und das ist das Wichtigste. Zumindest für den Moment. Ist das auf einmal dunkler geworden? Nein. Okay. So, dann gehen wir hier entlang. So. Da vorne wird gleich etwas durchkraxeln, oder? Da. War das echt so? Au. So, dann nehmen wir halt das hier. So, und da vorne kommt so ein Spinnentier, genau. Gut. So. Na, du kleiner Wicht. So. Es bringt uns eigentlich nichts, wenn ich die tot prügle, aber... Oder besiege, besser gesagt. Aber was soll's. Ah, hier haben wir etwas. Okay. Ups, falsch, das da. So. Dann haben wir es wenigstens voll. Top.
Gut, überall die Munition mitnehmen, die wir finden können. Okay. Na schön, ich habe es ins Lagerhaus geschafft. Finden wir jetzt diese Adresse. Ja, finden wir die Adresse. Wir können nur hier raus. Aber das geht noch nicht. Okay. Alles andere ist hier abgesperrt. Wir müssen darüber hin. Hier ist etwas, das... Oh, der Schuhhaken. Sehr gut. Denn der Reste war ja... Oder besser gesagt, diese Stange war ja nicht mehr zu viel zu gebrauchen. Gut, erst einmal... Schön bis... Pistolenmunition... Es wird ja langsam albern. Nicht, dass ich mich beschweren möchte. Die Tommy Gun. Tommy Gun, nicht Tommy Gun. Unsere Schiffe wurden am Dock überfallen. Alle von seinen Gegenständen wurden sichergestellt. Aber Blut ist vergossen. Ja. 4 links, 5 rechts, 4 links. Und nochmal einen Blick. Werfen nur die Munition. Okay. Pistolenmunition, aber sonst wie hier nichts mehr. Also gut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Und das ist genau den anderen Weg. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Warte, habe ich es falsch? Längs 4. 5. Du willst zurück so durch dem Hass stellen. Okay, nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh, warte, 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 warte. Nein. So. 4. 5. 4. Prachtliste, okay. Prachtmanifest. 19. September 1892. Prex Importgesellschaft hat geliefert. 4 Überseekoffer. Einen ägyptischen Sarkophag. Eine große Holzkiste. Eigentum des Bühnenkünstlers... Bekannt als der schwarze Pharao, der in der Gallatin Street auftritt. Da haben wir es. Das ist die Adresse des Theaters, in dem Jeremy den Schattenmann zum ersten Mal getroffen hat. The original game was often called the game without enough bullets, but
it was not a wish, it was more a consequence. The player usually feels strong with the weapons, but I wanted him to understand that it is not the right solution and that he needs to find some clues which are more efficient. Having a limited amount of bullets is something we certainly picked up on. But you know, sometimes you just want to give the player a Tommy gun and see what happens. So, nachladen. Und jetzt, so. Es gibt einen Grund, warum ich nur die Pistole verwendet habe. Und auch nur ein Magazin. Zwar ist alles hier schön und gut, aber... wir haben hier oben noch Munition. Die werden wir uns gleich schnappen und zack, weggehen. So. Wow, nur 2 Schuss. Okay. So, und runter mit uns. Die Frage ist, ob da unten auch noch etwas passiert. Der hier und. Sieht aus, als hätte sich der Nebel verzogen. Ja, und ich glaube, irgendwo anders ist auch noch. Gut. Gallatin Street is in direct contrast to the French Quarter level. In the French Quarter we had a lot of colors, nice materials, beautiful architecture and that kind of stuff. We went with a much more worn down look to the buildings. We have almost a desaturated overall mood. You can almost taste the melancholy. Okay. Gut, die Frage ist... mir kommt gerade in den Sinn, ich glaube Kapitel 4, wo unser Detective im ersten... Der Stadtteil war Emily gänzlich unbekannt. Sie wusste nicht einmal, ob es eine echte Adresse war, die sie gefunden hatte. Gab es die Gallatin Street wirklich? Oder war sie nur eine Erfindung von Jeremy? Während sie sich der Adresse näherte, regten sich Sorgen in ihr. Würde sie dort auf Jeremy treffen? Oder lief sie dem Schattenmann selbst in die Arme? Gute Frage. Warum konnte Ruth sie nicht begleiten und ihr helfen? Dachte Emily. Sie wollte wirklich nicht weiter allein sein. Wenigstens war Emily wieder in New Orleans, vor dem Lagerhaus der Prax Importgesellschaft. Laut dem Buch aus der Bibliothek sollte sie hier die Adresse des Ortes finden, an dem Jeremy das erste Mal den Schattenmann getroffen hatte. Okay. So. Was wollte ich vorhin sagen? Ach ja, genau. Im Kapitel 4, glaube ich, also unser Carnby, die Verfolgungsjagd hatte mit dem Vater des kleinen Mädchen. Ich glaube, das können wir mit ihr, Emily, nicht wirklich machen. Denn Emily hatte ja den Vater des kleinen Mädchen ja nie verfolgt. Okay, vielleicht dort finden wir
die letzten Lagniapes. So geil ist den Lagniapes. Aber egal. Wir haben eigentlich alles untersucht. Dann rein mit uns. Geh wieder weg. Sag das nicht. Du brauchst meine Hilfe. Alles, was ich wollte, war, Leute von Dorsetto fernzuhalten. Vor allem dich, Emily. Du bist die einzige Verwandte, die mir vergeben hat, dass ich das Alter wählte statt dem Tod. Vater sorgt sich um dich. Er bezahlt für deine Behandlung in Dorsetto. Um mich loszuwerden! Das ist der einzige Grund, warum jemand in Dorsetto ist. Weil wir für jemanden in der Familie zu peinlich geworden sind. Lass mich dir hier raushelfen, Jeremy. Ich will dich von hier fortbringen. Dein Vater schickt mich nur zurück. Und wenn wir nach Norden gehen? Nach Kingsport. Mutter hat dort noch Familie und ich will schon seit einer ganzen Weile dorthin ziehen. In Massachusetts war ich seit Jahren nicht mehr. Ich male noch aus dem Gedächtnis, weißt du? Der alte Leuchtturm ist ein schönes Motiv. Dein Vater und ich waren fast jeden Sommer da. Als dann unser Großonkel starb, hörten wir damit auf. Was können wir gegen den Schattenmann tun? Er hält dich hier fest, oder? Du willst nicht gehen, ohne deine Schuld zu begleichen. Der Schattenmann ist seit meinem 12. Lebensjahr bei mir. Er stand auf dieser Bühne, gleich da drüben. Für einen Moment schaute er zu mir und es war geschehen. Ich erkannte ihn als das, was er war. Der Hardwood-Fluch in einem Körper aus Fleisch. Ich dachte, ich wäre dran. Aber er verspottete mich bloß. Stattdessen widmete er sich meinem Vater, der neben mir saß. Ich sah ihn an und sah sein Gesicht. So weiß und leichenblass hatte ich ihn noch nie gesehen. In der Nacht biss er seine Zunge ab und erstickte. Was können wir tun, Jeremy? Bitte. Es gibt einen Weg. Es gibt sogar zwei. Beide sind furchtbar. Ein geschriebener Vertrag liegt nun vergraben in seinem versunkenen Tempel. Weißt du noch, was darin stand? Ich will es nicht. Bitte, Jeremy, was stand in dem Vertrag? Nein, niemals. Wir dürfen New Orleans nicht dem Leid überlassen. Ich muss eben dieses Opfer bringen. Was meinst du denn damit? Geht es um das Ding aus dem Bayou? Juan sagte so etwas... Immerhin okay. Gibt es also einen Weg, den Pakt zu brechen. Er ist irgendwo im Tempel des Schattenmannes versteckt. Ich muss ihn nur finden. Angeblich ja zwei. Geht ja nicht. Aber sie sagt ja nichts dazu. For the showroom, we can talk about a few things. The first would be the theater-like scene. We wanted to portray a real theater scene, so it isn't built in a factory. It should look pretty fake. We also have the color scheme, which is inspired by The Dark Man. And the last reference we have the fresque in the background, which is depicting the dark sun from the next level. So that sorry, gleich machen wir weiter. Hier, das ist 8. Also 5, 2, 8. Good. A pretty nice
foreshadow, I think. Also 5, 2, 8. Oh. Sorry, hier ist die 5. Hier ist die 2. Ah, ich habe die beiden verwechselt. Okay, ja. Das kennen wir ja. Es geht auf. Jetzt nochmal alles durchblicken. Wir können versuchen, hier nochmal dran zu rütteln. Das hätte vorhin passieren sollen, damit man weiß, man kommt hier nicht raus. Ich sollte hier was umsehen. Oh, das Licht bewegt kaum etwas. Aber zurückgehen bringt ja nichts. Emily befand sich in einer kalten und grausamen Wüste. Während ihre Füße in den uralten Dünen versanken, flogen ihre Gedanken zum Strand in Kingsport, wo der Schatten des Leuchtturms die Küste wie eine Nadel zerteilte. Der Anblick wirkte immer so viel finsterer, als er sollte. Ein Tempel, der dem Schattenmann geweiht ist, dachte sie. Wie kann so etwas diese Anstrengung wert sein? Dies ist Wahnsinn. Gut. Kurz umschauen, hier ist nichts. Wow. Ja. Arriving from the showroom through the sarcophagus, we knew we wanted to show the player a very grand and epic vista, and we added this small plateau as an overlook, and as you can see it, it's a really vast and epic desert we have here, and the dark sun creating the long shadows and the twinkling specklers in the sand is, to me, it's a very nice view. Aber gut. Wir gehen ja hier entlang und Schienengewehr, dieses Seil. Ja. Wollen wir noch? Der Tempel von Nefren-Ka liegt unter unserem Lager. Diese unheilige Stätte ist nicht Kennen wir. Sonst haben wir hier nichts. Gut, zum Glück habe ich keine Munition verschwendet. So. The desert level is sprung out of the text from Jeremy's diary in the original game, where he writes, while describing a dream, "The night is pitch black. I am again drenched in sweat. I was wandering in dunes among giant standing stones." It is one of the two other worlds that show extremes. Most of the scenery we've seen so far, except for a brief visit to Tarawea, everything has been taking place in New Orleans or Louisiana. But here we are in the desert, ready to descend into the Dark Man's sunken temple, and we are introduced to the story of the Pharaoh Nefren-Ka. Okay,
Und jetzt noch schnell die Ziele. Emily spürte eine Welle von Verzweiflung über sich zusammenschlagen, als sie den Tempel wiedererkannte, den sie soeben betreten hatte. Dies war der Ort, an den sie all ihre Träume am Ende führten. Die Straßen nach Rom lenkten sie ihre dunkelsten Gedanken immer hierher. War das Leiden ihrer Familie immer schon das Werk des Schattenmannes gewesen? War es immer dieselbe Kreatur, verborgen hinter tausend Masken? Emily riss sich zusammen und setzte sich eilig in Bewegung, um Jeremys Vertrag mit dem Schattenmann zu finden, damit sie diesen verfluchten Ort verlassen konnte. Gut, und mit diesen Worten würde ich sagen, was das für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!